Zum Leichtathletik. Die heimische Leichtathletik-Szene hat sich gestern Abend in Graz zur vierten von fünf Stationen der Austrian Top Meeting Serie getroffen. Mit dabei auch Größen wie Diskuswerfer Lukas Heidinger, Weißheidinger, Mehrkämpfer Dominik Disselberger und Hürdensprinterin Beate Schraut. Gut gefüllte Ränge im neu renovierten Stadion Graz-Eckenberg, dazu angenehme Temperaturen und ein Starterfeld, das sich sehen lassen kann. Im 100-Meter-Hürdenbewerb der Damen will sich Beate Schrott bei Stanislava Skvarkova revanchieren. Bisher hatte die Slowakin in dieser Saison stets das bessere Ende für sich. Im Finallauf entwickelt sich ein Dreikampf an der Spitze, mit dabei auch die Steirerin Karin Strametz. Und Beate Schrott, Olympiafinalistin von 2012, setzt sich durch. 13 Sekunden und 17 Hundertstel ist ihre Siegerzeit vor Skvarkova und Strametz, die mit 13,25 ihre persönliche Bestzeit um eine Zehntelsekunde verbessert und einen neuen steirischen Rekord aufstellt. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Der Start heute in der Saison ist extrem gut gelungen. Und jetzt hoffe ich, dass ich noch ein bisschen Geschwindigkeit mitnehmen kann bis zur Staatsmeisterschaft und dass dort dann der beste Wettkampf kommt. Ja, die Konkurrenz ist sehr, sehr stark. Ich habe gewusst, ich muss von Anfang an da sein und das einfach durchziehen. Ich habe mein Bestes gegeben und ja, ich freue mich einfach, dass das jetzt mal mit der Zeit auch passt. Im Speerwurf der Damen möchte sich Patricia Madl an die 50-Meter-Marke herantasten. Sie hat sich während der Corona-Pause auf dem heimischen Bauernhof fit gehalten und via Video-Rückmeldungen ihrer Trainerin bekommen. Sie gewinnt, der 50er geht sich diesmal aber nicht aus. Mit der Leistung bin ich, sage ich mal, zufrieden. Ich habe 47,8 geworfen, aber ich weiß, dass ich viel mehr kann. Ich fühle mich richtig stark, aber technisch ist es halt noch nicht das, was ich mir erhoffe. Ebenso einsame Spitze ist Markus Fuchs im 100-Meter-Sprint. Bei seinem ersten Antritt in diesem Jahr lässt der 24-Jährige seine Konkurrenz eindrucksvoll hinter sich. Seine Siegerzeit 10,44. Es ist auf jeden Fall fantastisch, dass ich so schön reingestartet bin in die Saison. Ich habe schon eine Topform gehabt, dann leider, wie gesagt, eine leichte Verletzung aufgezogen, die ich aber dank meiner Physios gut auskurieren konnte. Und ja, jetzt habe ich mich selber ein bisschen überrascht. Bin natürlich mega happy und freue mich schon auf die nächsten Rennen. Auch Zehnkämpfer Dominik Disselberger feiert in Graz sein Saisondebüt. Neben dem 100-Meter-Bewerb tritt der 30-Jährige auch im Weitsprung an. Es ist ein Formtest, mit dem Disselberger durchaus zufrieden ist. Es war der Saisoneinstieg einfach, die Leistungen waren okay und das hat sich alles in Rahmen bewegt. Natürlich weiß ich, dass überall noch mehr geht und beim Weitsprung, das war heute einfach das erste Mal aus einem langen Anlauf und da hat man gemerkt, die ersten drei Sprünge habe ich einfach gebraucht, bis ich reinkommen bin. Eine Österreich-Premiere feiert in Graz das Ausscheidungsrennen über die Meile. 1609 Meter, also etwas mehr als vier Runden, sind zu absolvieren. Am Ende jeder Runde muss der letztplatzierte Läufer aufhören. Eine Mischung aus Ausdauer und Taktik ist gefragt. Favorit Andreas Wolter setzt sich hauchdünn vor Dominik Stadelmann durch. Es war zugegeben nicht einfach für mich, aber ja, am Ende ist es knapp ausgegangen gegen die jungen Burschen. Freut mich sehr, wie gesagt, war ein geiles Format für mich, das erste Mal zum ersten Mal in Österreich und von dem her super leid, dass sie es in Graz einfach gemacht haben diesmal. Zum Abschluss des Austrian Top Meetings in Graz-Eckenberg sind alle Augen auf die Diskusanlage gerichtet. WM-Medaillengewinner Lukas Weiß-Heidinger will sich nach harten Trainingseinheiten in der Kraftkammer auf die Technik konzentrieren. Hätte am Anfang mal so 62, wenn es gut geht, vielleicht sogar 63. Aber ich wirklich sehr gute Würfe gehabt. Also am Ende würde ich jetzt sagen, unterm Strich 3 gute Würfe und 3 sehr gute Würfe. Mit 63,49 Metern gewinnt Weiß-Heidinger den Bewerb. Der 28-Jährige wird heuer nur noch in Österreich antreten und die Saison früh beenden, um dann ausgeruht in die Olympia-Vorbereitung starten zu können. Am 1. August geht die Top-Meeting-Serie mit dem internationalen Lauf-Meeting in Andorf zu Ende.